liebe Kinder, herzlich willkommen zur Vorlesezeit in der Stadtbibliothek Speyer. Aus dem Märchenbuch der Gebrüder Grimm habe ich euch das Märchen vom Hans im Glück mitgebracht. Hans im Glück. Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gearbeitet, da sprach er zu ihm: Herr, meine Zeit ist herum. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Gebt mir meinen Lohn. Der Herr antwortete: Du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Und gab ihm ein Stück Gold, das so groß war wie Hans Kopf. Hans zog ein Tuch aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, nahm ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Hause. Unterwegs begegnete ihm ein Reiter. Ach, sprach Hans ganz laut, was ist das Reiten für eine schöne Sache? Da sitzt man wie auf einem Stuhl und kommt gut voran. Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief: Ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß? Ich hab einen Klumpen Gold heimzutragen, der drückt mir so schwer auf die Schulter, antwortete Hans. Wollen wir tauschen? Fragte der Reiter. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen. Von Herzen gern, sprach Hans. Der Reiter stieg ab und nahm das Gold. Er half Hans auf das Pferd, gab ihm die Zügel in die Hand und sprach: Wenn's schnell gehen soll, so musst du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen. Hans war froh, so unbeschwert und leicht dahin zu reiten. Und um schneller voranzukommen, schnalzte er mit der Zunge und rief: Hopp, hopp! Das Pferd galoppierte los und ehe sich Hans versah, warf ihn das Pferd ab und er purzelte in einen Graben neben der Straße. Das Pferd wäre auch weggelaufen, wenn es nicht ein Bauer eingefangen hätte, der mit einer Kuh des Weges kam. Hans stand auf und sprach missmutig zu dem Bauer: Das Reiten auf einem so alten Pferd, das mich abwirft, macht keinen Spaß. Ich setze mich nie wieder auf. Da lobe ich mir eure Kuh. Da kann man gemütlich hinterhergehen und hat jeden Tag Milch, Butter und Käse. Wie gerne hätte ich so eine Kuh. Nun sprach der Bauer: Lass uns tauschen. Ich gebe dir meine Kuh und erhalte dafür dein Pferd. Hans willigte mit 1000 Freuden ein. Der Bauer aber schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Glücklich über den Tausch trieb Hans seine Kuh vor sich her. Hab ich nur ein Stück Brot, so kann ich mir, so oft ich mag, Butter und Käse dazu essen. Hab ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr? Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt und aß in seiner großen Freude alles auf, was er bei sich hatte, sein Mittag und sein Abendbrot. Für sein letztes Geld ließ er sich ein halbes Glas Bier einschenken. Nach diesem köstlichen Mahl trieb er seine Kuh weiter, immer dem Dorfe seiner Mutter entgegen. Um die Mittagszeit wurde die Luft immer heißer und Hans musste noch eine Stunde durch eine Heidelandschaft laufen, ohne Schatten. Da ward es ihm auch ganz heiß, sodass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. Wie gut, dass ich eine Kuh habe, dachte Hans. Jetzt will ich meine Kuh melken und Milch trinken. Er band sie an einen dürren Baum und da er keinen Eimer hatte, so stellte er seine Ledermütze unter. Aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich dabei so ungeschickt anstellte, gab ihm das ungeduldige Tier mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und eine Zeit lang gar nicht mehr wusste, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einem Schubkarren ein kleines, junges Schwein liegen hatte. Was sind das für Streiche, rief er und half dem guten Hans wieder auf die Beine. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach: Da trinkt einmal und erholt euch. Die Kuh will wohl keine Milch geben. Das ist ein altes Tier.
das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten. Ei, ei, sprach Hans und strich sich die Haare über den Kopf. Ich esse nicht gerne Kuhfleisch, es ist mir nicht saftig genug. Ja, aber so ein junges Schwein, das schmeckt anders, besonders die Würste. Hört, Hans, sprach da der Metzger, ich tausche mein Schwein gegen eure Kuh. Gott lohn euch eure Freundschaft, sprach Hans, übergab ihm die Kuh, ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und freute sich, wie doch alles nach seinem Wunsche lief. Kurz danach traf er auf einen jungen Mann mit einer schönen weißen Gans unter dem Arm. Hans erzählte ihm von seinem Glück, wie er immer so vorteilhaft getauscht hatte. Der Junge erzählte ihm, dass er die Gans zu einem Festessen einer Kindtaufe brachte. Hebt einmal, fuhr er fort und packte sie bei den Flügeln. Wie schwer sie ist! Wer in diesen Braten beißt, muss sich das Fett vom Mund abwischen. Ja, sprach Hans und wog sie mit der einen Hand. Die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ist auch nicht ohne. Indessen sah sich der Junge nach allen Seiten ganz bedenklich um und schüttelte mit dem Kopf. Hört, sagte er, in dem Dorf, durch das ich eben gekommen bin, ist dem Schulzen ein Schwein aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ihr habt's in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt, das Schwein zu suchen. Und wenn sie euch mit dem Schwein erwischen, werdet ihr bestraft und ins finstere Loch gesteckt. Dem guten Hans wurde bang. Ach Gott, sprach er, helft mir aus der Not. Ihr kennt euch hier aus. Nehmt mein Schwein und lasst mir eure Gans. Ich muss schon etwas riskieren, antwortete der Bursche. Aber ich will doch nicht schuld sein an eurem Unglück. Er nahm das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einen Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging ohne Sorgen mit der Gans unter dem Arm seiner Heimat zu. Wenn ich's recht überlege, sprach er mit sich selbst, habe ich noch Vorteile beim Tausch. Erst den guten Braten, dann die Menge von Fett, die gibt Gänsefettbrot für ein Vierteljahr. Und endlich die schönen weißen Federn, die lasse ich mir in mein Kopfkissen stopfen. Und darauf will ich wohl gut einschlafen. Was wird das für eine Freude für meine Mutter sein? Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren. Das Schleifrad schnurrte und er sang dazu. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich redete er ihn an und sprach, »Euch geht's wohl, weil ihr so lustig bei eurem Schleifen seid.« »Ja«, antwortete der Scherenschleifer, »das Handwerk hat einen güldenen Boden.« »Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet.« »Aber wo habt ihr die schöne Gans gekauft?« »Die hab ich nicht gekauft, sondern für ein Schwein eingetauscht.« »Und das Schwein? Das hab ich für eine Kuh gekriegt.« »Und die Kuh? Die habe ich für ein Pferd bekommen. Und das Pferd? Dafür habe ich einen Klumpen Gold, so groß wie mein Kopf, gegeben. Und das Gold? Ei, das war mein Lohn für 7 Jahre Arbeit.« »Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewusst«, sprach der Schleifer. »Wenn ihr jetzt noch das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aufsteht, so ist euer Glück perfekt.« »Wie soll ich das anfangen?« sprach Hans. »Ihr müsst ein Schleifer werden. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wettstein. Das andere findet sie schon von selbst.« »Da habe ich einen. Der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollt ihr mir aber nichts weiter als eure Gans geben. Wollt ihr das?« »Wie könnt ihr nur fragen?« antwortete Hans. »Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Habe ich Gold und Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich da noch länger zu sorgen?« Reichte ihm die Gans hin und nahm den Wettstein in Empfang. Nun sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen schweren Feldstein auf, der neben ihm lag.
Da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich's gut schlagen lässt und ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt ihn und hebt ihn ordentlich auf. Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. Ich muss in einer Glückshaut geboren sein, rief er aus. Alles, was ich mir wünsche, trifft ein, wie bei einem Sonntagskind. Aber weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, wurde er müde. Auch plagte ihn der Hunger. Und da er allen Vorrat auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgegessen hatte, hatte er nichts mehr zu essen bei sich. Er konnte nur mit Mühe weitergehen und musste jeden Augenblick anhalten. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da kam ihm der Gedanke, wie gut es wäre, wenn er sie jetzt gerade nicht mehr zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Fellbrunnen geschlichen, wollte da ruhen und frisches Wasser trinken. Damit er aber die Steine im Niedersitz nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken. Dabei stieß er sie ein klein wenig an und beide Steine plumpsten hinab. Hans sah sie in der Tiefe verschwinden, sprang vor Freude auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihn von diesen schweren Steinen befreit hatte. So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Und mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. So, liebe Kinder, das war das Märchen vom Hans im Glück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das war natürlich noch nicht alles, denn auch beim digitalen Format unserer Vorlesezeit habt ihr die Möglichkeit, kreativ zu werden und auch etwas zu gewinnen. Wie das geht, verraten wir euch auf der Facebook- und Instagram-Seite der Stadtbibliothek Speyer sowie in dem jeweiligen YouTube-Kanal auf dem Kanal der Stadt Speyer und des offenen Kanals. Wir freuen uns auf eure Beiträge und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.